Willkommen zum fünften Video in der Review-Woche. Falls du nicht zeitgleich guckst, hast du die Möglichkeit, unter das E-Mail zu klicken. Da findest du die ganze Playlist der Woche. Du hast vielleicht auch gesehen, dass es von jedem Video auch ein Short gibt. Magst du das? Kannst du mir gerne mal eine Reaktion dazu geben? Hier unter dem Video oder jeweils immer beim jeweiligen Short, würde ich mich freuen. Wir sprechen heute wieder über Cadea Vera. Das ist die Eigenmarke von Müller. Und dieses Produkt hier habe ich mir gekauft, weil, könnt ihr euch noch erinnern, Balea Expert hat ein Serum mit Ceramiden und das war eine ganze Zeit lang einfach weg. Da hat es die Community geschafft, dass das Produkt wieder zurückgenommen wurde, weil Balea tatsächlich das vom Markt nehmen wollte, weil das irgendwie zu teuer war oder so, keine Ahnung. Und wir haben uns da durchgesetzt. Und ich habe mich dann umgeschaut, auf Empfehlung auch einer Zuschauerin, und habe mir mal das Cadea Vera Serum Q10 für Augen und eben ganz normal Gesicht. Es ist wieder so eine Marketing-Sache. Ich habe das in den anderen Videos auch gesagt. Das kann man unterm Auge auftragen, aber Augencreme ist im Grunde, wenn du gut mit Augencreme zurechtkommst, dann bleib bei deiner Augencreme. Aber du kannst durchweg auch eine normale Creme verwenden. Wenn mich jemand nach Empfehlungen zu Augencremes fragt, dann sage ich grundsätzlich immer, nimm eine normale Creme, wenn da keine Duftstoffe drin sind, wenn da kein denaturierter Alkohol drin ist, einfach unterm Auge auftragen. Retinol sollte ich jetzt auch nicht unbedingt unterm Auge auftragen, es sei denn, du verträgst es halt. Und so ist es halt hier bei dem Serum auch so 2 in 1. Was macht das jetzt zu einem besonderen Augenprodukt? Ne? Also ich trage Serien grundsätzlich auch unterm Auge auf, weil meine sind entweder mild parfümiert oder gar nicht parfümiert. Und klar, ich kenne mich auch ein bisschen mit Inhaltsstoffen aus, von dem her hält mich da nichts zurück, da brauche ich kein 2-in-1 Produkt. Mir ging es wieder mehr darum, welche Inhaltsstoffe wir hier haben. Und hier haben wir Q10, was tatsächlich ein bisschen weiter oben in der Inhaltsstoffliste steht. Mich hat das echt gewundert, weil ich dachte bis dato immer, ihr könnt mich ja da vielleicht ein bisschen aufklären in den Kommentaren, ich dachte bis dato immer, dass Ubiquinon, das ist ja Q10, dass das färbt. Es ist zwar leicht gelblich, aber anhand der Einfärbung dachte ich, oh, da ist nicht so viel drin. Es ist aber doch weiter oben in der Inhaltsstoffliste, also muss ein bisschen mehr drin sein, als ich gedacht habe. Ihr könnt mir gerne mal dazu irgendwie schreiben, ob das richtig ist. Ich habe tatsächlich auch mal einen Faktencheck über Q10 gemacht. Das werde ich euch einfach mal unter das i legen. Und da könnt ihr euch das nochmal angucken. Ich war tatsächlich der Überzeugung, dass Q10 färbt und dass man da immer eine leichte gelbliche Note oder etwas orangener irgendwie das Produkt dann hat. Aber ich habe mich demnach auch so ein bisschen getäuscht. Wie komme ich mit dem Produkt zurecht? Also es ist so ein bisschen arg anders wie das von Balea. Balea ist ein bisschen dicker, ein bisschen zäher und wir haben hier ein echt dünnes, milchiges Produkt, was aber ein bisschen reichhaltiger ist, wie jetzt beispielsweise das Hyaluron-Produkt oder das Vitamin-C-Produkt, was ich ja schon vorgestellt habe. Es ist aber jetzt nicht irgendwie so dicklich wie das Serum von Balea, also da gibt es schon einen erheblichen Unterschied. Wer also Probleme hat mit der Konsistenz von dem Serum von Balea, der ist hier vielleicht besser aufgehoben. Gleichzeitig finden wir hier gar keine Duftstoffe. Nur das ist halt für mich wieder richtig gut, weil ich achte schon darauf, dass ich bei Duftstoffen nicht 2, 3 Produkte hintereinander auftrage, die auch mild parfümiert sind. Das ist dann mir auch zu viel, weil du weißt halt nie, ob du auf die Duftstoffe reagierst, die unter der Bezeichnung Parfüm laufen, ne? Also das ist ja ein Sammelbegriff. Und ja, da haben wir tatsächlich keine Duftstoffe drin. Oder täusche ich mich da? Wenn ich jetzt falsch liege, seht ihr das auf jeden Fall auch bei den Inhaltsstoffen, die ich einblende. Ich habe das jetzt eine ganze Weile getestet, weil ich mir echt unsicher war, finde ich es gut? Macht es überhaupt irgendwas auf meinem Gesicht?
von vielen Serien ist es tatsächlich so, man darf nicht zu viel Effekt erwarten. Also es geht auch so ein bisschen auf lange Sicht einher, wie sich deine Haut entwickelt, wie ist es mit dem Sonnenschutz, mit der Hautalterung, wie reinigst du deine Haut. Also es ist meistens auch immer das Gesamtpaket und die einzelnen Inhaltsstoffe muss man halt eben auf lange Sicht angucken, nicht eine Flasche lang. Ne? An der Stelle erwähne ich immer gerne die Flasche. Mit der bin ich nicht ganz so zufrieden. Ich mag den Spender nicht. Das ist aber Gefühlssache. Ich habe mit der Art von Pipette immer schon Probleme gehabt. Und so ist es halt hier auch wieder. Ich mag das einfach nicht so. Ich weiß auch nicht. Das ist aber, wie schon erwähnt, meine persönliche Präferenz. Kann bei dir komplett anders sein. Auf jeden Fall funktioniert es mit dem Produkt überein, denn das Produkt an sich ist ja ein bisschen flüssiger und eine Pipette macht nur bei flüssigen Produkten einfach auch Sinn. Ich brauche ungefähr, jetzt bin ich gerade am Überlegen, so eine halbe Pipette. Ich mache das, also das tropft auch nicht. Eine halbe Pipette ungefähr trage ich auf dem Gesicht auf und das wirkt bei mir auch sehr beruhigend. Na, also es ist keine direkte Wirkung an sich. Ich habe eine sehr beruhigende Wirkung. Ich bin ein großer Ceramid-Fan, deswegen habe ich das dann auch als interessant empfunden. Und ein Q10-Fan, aber von dem Q10 habe ich mir jetzt nicht so unwahrscheinlich viel erhofft. Da könnt ihr mir gern nochmal irgendwie eine Info geben unten in der Infobox. Ich weiß, ich habe ganz schlaue Zuschauer, was das betrifft. In der Infobox nicht, natürlich in den Kommentaren. Ich habe für das Produkt 3 € bezahlt. Das ist ein saunicer Preis, weil die anderen haben 5 € gekostet. Und wenn sich Cadea Vera, also Müller, ein bisschen mehr anstrengt, dann bringen sie weitere solche Produkte raus, weil das ist schon richtig, richtig gut. Denn wenn man mal so ein bisschen rumguckt, ich habe die anderen Produkte jetzt mal so ein bisschen studiert, die sind halt vollgepumpt mit deklarationspflichtigen Duftstoffen. Und von den Inhaltsstoffen her so, naja, weil da gibt es jetzt noch eine Creme dazu, glaube ich. Und die habe ich auch nicht so geil gefunden. Also ich gucke immer mal wieder jetzt bei Müller rein, weil ich denke einfach, dass die Entwicklung, sie wollen halt auch, wie sagt man, mithalten können mit dem Rest. Und Balea und Isana kriegen das ja auch schon ganz gut hin. Und Cadea Vera war bis jetzt immer, ist bei mir bis jetzt immer hinten runtergefallen, aber die haben jetzt doch einige Produkte, die man sich mal angucken kann. Aber sehr viele, die halt auch überparfümiert sind, das muss ich an der Stelle auch sagen. Also, das würde ich mir nochmal nachkaufen, wenn ich mal wieder in der Stadt bin. Bei mir ist in der Stadt direkt Müller und da kann man sich die Dinger dann durchweg leichter nachkaufen, mein DM ist außerhalb und ich habe ja kein Auto mehr. Und wenn ich dann mal wieder die Lust habe, das zu kaufen, könnte ich mir vorstellen, das wieder nachzuholen. Und dass das halt ein Produkt wird, was bei mir standardmäßig immer mal wieder gekauft wird, könnte ich mir auch vorstellen. Aber es wird das Balea-Expert-Serum nicht ablösen, denn ich mag die etwas festere Konsistenz. Und im Vergleich zu dem mag ich tatsächlich das von Balea ein bisschen lieber. Aber wir haben hier, wie schon erwähnt, tatsächlich auch noch zusätzlich Q10, was eine richtig tolle Sache ist. Nochmal zu mir, ich bin 44, habe eine Mischhaut, die in Richtung fettig geht und eine feuchtigkeitsarme Haut. Und da muss ich natürlich ein bisschen mehr darauf achten, dass ich meiner Haut ein bisschen mehr Feuchtigkeit gebe und das. Da bringen solche Produkte mir unwahrscheinlich viel, denn die beruhigen einfach auch die Hautbarriere und das ist eine richtig tolle Sache. Kennst du das Produkt schon? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Auch wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, schreib das unten in die Kommentare. Das hilft den anderen Zuschauern echt viel, denn wir haben alle unterschiedliche Hauttypen und jede Haut reagiert dann auch noch zusätzlich anders. Von dem her schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, tschüss.